Moin, moin. Ja, ganze Nacht hat schon wieder durchgeregnet. Eine Regenpause in 18 Minuten. Und dann geht's gleich wieder weiter. Also heute ist 9 Uhr, Gewitter 8 Uhr, wieder Gewitter angezeigt. 9, 10, 11, 12 ist nichts durchbewölkt. Um 1 gibt es wieder Gewitter. Ja, das Blöde ist daran, dass ich mein Zelt dann morgen nass einpacken muss. Aber unbedingt noch eine Nacht bleiben, hier habe ich dann auch keine Lust. Ja, was machen wir heute? Ich werde mein Auto vom Zelt abkoppeln. Und wir mit dem Auto fahren heute. Erstmal zur Burg. Dann entweder nach Leutschau rein oder ich fahre nochmal nach Poprad und kaufe mir eine Festplatte, wenn ich in Leutschau keinen Laden finde. Auf alle Fälle brauche ich eine neue Festplatte. Noch eine, weil ich meine Urlaubsbilder sonst nicht weglege. Ja, hier standen wir damals am Gitter und kamen nie rein.
hier am Fuße der Burg gibt es natürlich noch einen Cache. Da liegt da rechts von dem Kreuz in dem Wegweiser-Schild. Hab die Kamera nicht mitgehabt, deswegen nur ein Foto jetzt. Gerade wieder einen Grill angeheizt und jetzt gibt es erstmal was zu essen. Geduscht habe ich gerade. Jetzt warten wir, bis ich Feuer warm mache. Ist auch noch schönes Wetter geworden heute. Obwohl ich gesagt habe, morgen werde ich immer noch nicht hin. Ich muss das entwickeln, ob das morgen ist oder nicht. Kennt ihr ja nun schon wieder vorne? Wenn ich Glück habe, wird es die Nacht wieder richtig nass und ich bleibe noch über. Also ich bleibe dann einen halben Tag hier und warte, ob die Sonne rauskommt, ob das wieder lang ist. Aber ich habe ja keinen Stress. Ich habe ja Urlaub. Und muss mir auch noch angucken, wo ich heute mal hinfahre. Das habe ich auch noch gar nicht weiter durchgeplant und noch gar nichts weiter geguckt, was ich hier noch angucken kann. Wenn ich überlege, ich habe für einen C64, nee, für einen Amiga war das. Für einen Amiga hatte ich damals eine Festplatte gekauft. Die hatte 20 sagenhafte MB. MB zu beachten. Und da habe ich mich gefreut, da ich tierisch Speicherplatz habe. Und jetzt rechne ich es schon, dass Arbeit sehr wenig ist. Und weil ich damals für den Amiga für die Festplatte bezahlt habe, da wollen wir mal lieber gar nicht drüber reden. Und jetzt habe ich mir so ein kleines slowakisches Grillpaket geholt gehabt gestern. Da habe ich gestern schon gegessen und heute gibt es den Rest. Sieht viel aus. Ich muss sehen, ob ich das alles wegkriege. Ja, und die Festplatte, wie gesagt, und nach den Daten, wie schnell die ist und so, habe ich nie weiter geguckt, weil ich sag mal, ob das nur eine halbe oder eine Stunde dauert, wenn ich die ganzen Bilder von der Kamera hole, ist mir eigentlich schnurzegal. Ich stelle den Rechner irgendwo in die Ecke und dann rödelt der. Und da ist mir das eigentlich schnurzpiep egal, was, wie lange der braucht. So, ich hatte gar nicht die Zeit auf dem Plan, wann ich so zurück gewesen bin. Ich hatte dann gedacht, jetzt möchte ich mal langsam den Grill anwerfen, dass noch was ist. Und jetzt gucke ich gerade, ich war um 3 laut Google wieder hier. Ich hatte gedacht, ich bin jetzt schon durch oder so. Ich hatte irgendwo eine Kirchturmuhr gesehen. Auf der war es kurz vor oder kurz nach um 6. Oh, gut, da kann ich heute mal richtig relaxen. Ja, ich muss wieder mehr.
jetzt geht's wieder los. Und zwar richtig. Ja, jetzt hat es wieder ein bisschen nachgelassen. Aber so geil ist das Gewitter, wie ich das mal im Kaiser geboren gehabt habe. Das war auch so, was weiß ich, 2003, 4, 5, irgendwann in der Dreh. Da waren wir in Kaiser geboren, da hatten wir uns wieder. Da kam das wirklich, hier hat es geplautzt. Bum-bum. Und er kam von überall her. Bum-bum, bum-bum. Das ist schon. Hey. Das war wirklich ein Erlebnis. Also ich habe ja keine Angst vor Gewitter oder sowas. Die Wahrscheinlichkeit, vom Blitz getroffen zu werden, ist so gering. Ach, moin. Da steht ein Wohnmobil. Auch deutsche. Ich habe immer noch nicht geguckt, was die für Kennzeichen dran haben. Jedenfalls unmöglich. Die kommt hier raus, guckt sie mir rüber und macht mich die Haare schön. Ich sag nur moin und guck die weg. Ich werde heute weiterfahren ins slowakische Paradies. Da ist auch noch so eine Berglandschaft vor der Tatra, südlich oder davon. Und da wird meine kleine Wanderung machen. Richtig. Voll laufen kann ich ja noch nie wieder. Aber man muss sich nicht allzu viel Stress, das ist schon mal eine Maßnahme. Gestern habe ich mir slowakische Mohnhörnchen gekauft. Flüssige Geräte. Schmecken ganz gut. Zwischen Milchbrötchen, Teig und normalen Semmelteig. Komische Fliegen gibt's hier. Komische Farbgebung. Man könnte ja sagen, die fallen auf ein Stück Scheiße gar nicht auf. Oder wofür ich die Tarnfarbe. Hat jemand eine Option, wie man sowas repariert? Nähen wird sich ja wahrscheinlich nie rentieren, das wird ja bestimmt gleich wieder abplatzen. Also müsste man das doppelt oder dreifach nehmen. Da das hier genau an der Naht ausgefranst ist, einfach was drüber kleben oder was macht man da? Über Tipps und Hinweise wäre ich froh. Könnt ihr mir was in die Kommentare schreiben, bitte. Weil ansonsten ist das Zelt noch im guten Zustand. Und Neukauf wäre meines Erachtens jetzt, na gut. Man könnte es ja mit dem Riss noch so lange benutzen, bis der ganz kaputt ist. Ja, während das Zelt noch trocknet, kann ich ja gleich noch mal meine Kiste zeigen. Jetzt habe ich schon mal ganz aufgeklappt. Ja, die Campingbox, hier ziehe ich die
Hier kann ich die Küche ausziehen. Ich habe hier mit Windschutz vom Firmenkocher. Dann habe ich hier eine 35 Liter Kühlbox. Ich sag mal, ist ausreichend, um ein kühles Bier und was zu essen drin zu haben. So, hier hinten drinne. Die Decken liegen bloß hier mit drinne. Eine 35 Liter Wasserkanister. Den habe ich, in dem Kanister habe ich eine Pumpe, da geht hier die Leitung zum Wasserhahn. Ja, meine Schiene ist kaputt gegangen, hier muss ich eine neue dran machen. Da ich noch eine zu Hause liegen habe, habe ich mich jetzt noch nie für eine neue entschieden. Oh, und die andere Leitung, die hier an dem Kanister ist, kommt hier hinten raus. Weil um Wasser nachzufüllen, das werde ich dann gleich zeigen. Weil um Wasser nachzufüllen, habe ich mir diese Pumpe hier angeschafft. Ist eine Druckwasserpumpe mit 4 Bar macht die. Und damit pumpe ich durch die Pumpe, die eingebaut, die ich im Tank habe, pumpe ich dann Wasser aus dem Kanister oder vom Eimer oder sonst was rein. Und zwar gehe ich da in die Leitung vom Wasser ran, die lässt sich einfach abziehen. Da habe ich mir einen Stecker dran gemacht. So pumpt es jetzt gemütlich in den Tank. Und wenn der Tank voll ist, kommt das jetzt im Überlauf wieder raus. Da der Tank nicht hundertprozentig am Deckel dichtet, lasse ich danach immer gleich noch ein bisschen Wasser wieder ab, dass der Füllstand sozusagen unter dem Deckel bleibt. Und als Sicherheit habe ich ja drinnen mit Folie ausgelegt, dass das Holz nie aufweicht. Ein bisschen wellig ist zwar schon geworden, aber mal sehen. Ich will ja sowieso noch mal alles umbauen.
Und übrigens der Campingplatz hier oben, Levatscher Dolina. Ganz primitiv. Bei Google liest du noch so ein bisschen mehr oder weniger beschwerdemäßige Kommentare. Netter Platz, aber das ist ja alles. Also was will man als Camper mehr haben? Ein Klo, eine Dusche und eine Wiese. Mehr brauchst du da eigentlich nicht. Jedenfalls ist das immer noch meine Einstellung zum Camping. Auch wenn ich jetzt mit dem Auto doch ganz schön luxuriös lebe. Nie wie damals, als du noch mit Fahrrad und Zelt losgereist bist und so. Ja. So, jetzt gehen wir duschen und dann suchen wir nochmal einen Cache. Science-Fiction-Version of Levatscher. Irgendwo hier ist das Bild aufgenommen worden. Rein theoretisch. Gucken wir doch noch mal auf der Innenseite und dann gehen wir zum Auto, wenn es da nicht ist. Nothing. Nada, nichts. Der Titel Abwasserkanäle einer mittelalterlichen Stadt ist etwas hochtrabend, da es ja nur ein kurzes Stück eines Kanals ist. Aber ich finde bestimmt noch im Internet ein paar Infos über allgemeine Abwasserkanäle und sowas. Dann kann ich ja bestimmt ein ganzes Video drüber machen. So, ich bin nochmal in den Tunnel gegangen hier. Jetzt habe ich, weil ich ja gerade den Akku gewechselt habe, hier was gesehen. Hier kann man noch mal gucken und dann gucken wir mal, wie weit der Gang dahinter geht. Was ist, hier liegt er doch gleich.
stehe hier ziemlich hingequetscht, mehr oder weniger. Das Haus ist leerstehend. Wer das noch bewohnt, hätte ich gesagt, das belastet die Anwohner zu sehr, wenn hier so viele parken. Und hätte mir vielleicht was anderes gesucht. Da hier keiner wohnt, und das scheint auch leer zu sein. Da drüben haben wir eine Gaststätte. Von daher bleibe ich jetzt hier stehen. Und in der Gaststätte gibt es, glaube ich, was zu essen für mich heute Abend. Hab gerade da vorne Pizza gegessen. Aber bloß, weil die nichts anderes als Pizza haben. Was Einheimisches wäre mir lieber gewesen. Aber na gut, kann ja nicht alles haben.